Allgute und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Hörbuchserie zu Harry Potter Fanfiction, Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Diese Fanfiction wurde von John Xizor auf fanfiction.net veröffentlicht und ist sein geistiges Eigentum, basierend auf dem geistigen Eigentum von J.K. Rowling. Ich erhebe keinerlei Ansprüche. Diese Fanfiction spielt nach dem sechsten Buch und stellt einen veränderten Ablauf der Ereignisse dar. Kapitel 161 Flora und Fauna der magischen Welt. Vierter Teil. Am großen See angelangt, hielt Harry es plötzlich nicht mehr für so möglich, mit den Wassermenschen zu reden, denn der See war mit einer Eisschicht überzogen. Nur hier und da klaffte ein Loch, meist am Ufer. Doch das könnte reichen, beruhigte sich Harry. Als er sich einem dieser Löcher näherte, da überlegte er bereits, wie er auf sich aufmerksam machen sollte. Er könnte mit einer Hand wiederholt auf das Wasser schlagen, so wie er es einmal in einer der unzähligen Sendungen gesehen hatte, die Dudley sich immer angeschaut hatte. Doch damit hatten die Trainer keine Wassermenschen gerufen, sondern Delfine. Für einen Augenblick kam ihm der absurde Gedanke, Wassermenschen könnten womöglich Winterschlaf halten. Sich selbst verlachend schüttelte er den Kopf. Er kniete sich an dem Loch nieder und zögerte einen Moment, doch letztendlich machte er das, was ihm logisch erschien. Er schlug aufs Wasser. Kurzzeitig hielt er inne, bis er erneut auf die Oberfläche schlug, einmal sogar so stark, dass es sich selbst im Gesicht nass spritzte. Nach einer Weile glaubte er, etwas im Wasser sehen zu können, etwas, das sich sehr schnell bewegte. Wieder und wieder schlug er auf das Wasser und jedes Mal sah er kurz, nachdem er seine Hand weggenommen hatte, unter den Wellen, die er verursacht hatte, einen Schatten, der lebendig schien. Sein Herz rutschte ihm in die Hose, als ein großes Tentakel aus dem Wasser schoss und ihn umstieß. Gleich darauf wurde er vorsichtig von Saugknöpfen befühlt. Bäh, machte Harry, als er den Tentakel abwehrte. Nicht grob, sondern nur von sich wegstieß, wie ein Hund, der einen ansprang. Nicht doch du! Dich meine ich nicht! Harry tätschelte den Tentakel, bevor er das Wort an die Krake richtete und nicht sehr ernst gemeint fragte. Du kannst nicht einen von den Wassermenschen für mich holen, oder? Der Tentakel machte sich noch einmal lang, um sich kurz, aber kräftig an Harrys Wange festzusaugen, bevor er in Windeseile wieder im Wasser verschwand. Na toll, sagte Harry angeekelt, als er sich mit den Fingern über die Wange fuhr. Aufgeben wollte er noch nicht, weswegen er erneut auf das Wasser schlug, diesmal viel aggressiver. Die Geräusche, die er verursachte, musste man unter Wasser gut hören können, und er wusste ganz genau, dass sie ihn auch hörten, aber sie kamen nicht zu ihm hinauf. In der Unterwasserwelt war ein Harry Potter kein Grund, um alles stehen und liegen zu lassen, und irgendwie gefiel ihm der Gedanke, weswegen er erst recht weitermachen wollte. Es musste einige unter ihnen geben, die ihn kannten, die ihn damals beim Trimagischen Turnier gesehen hatten, als er sich dazu entschlossen hatte, nicht nur Ron zu befreien. Wie lang er schon versuchte, einen Wassermenschen an die Oberfläche zu locken, konnte Harry nicht genau sagen, aber da seine Hand durch die Kälte schon völlig gefühllos war, musste er schon eine ganze Weile hocken. Sollte jemand vom Schloss herunterblicken und das Szenario beobachten, dann würde es ihn nicht wundern, wenn gleich einige freundliche Medienmagier vom Mungus kommen würden, die ihn mitnehmen wollten. Es war zwecklos, dachte Harry. Er müsste, auch wenn es ihm nicht gefiel, Albus um Hilfe bitten, weil er selbst diese Aufgabe nicht bewältigen konnte. Albus konnte die Sprache der Wassermenschen, zumindest jener Wassermenschen, die in dem See lebten, denn es gab viele verschiedene Arten, deren Aussehen und Sprache sehr voneinander abwichen. Seufzend wandte er sich zum Gehen ab, da hörte er hinter sich plötzlich ein Klackgeräusch. Langsam drehte er sich um und, obwohl er sich vorgenommen hatte, nicht zu erschrecken,
zuckte er beim Anblick des grünhäutigen und nicht sehr hübsch anzusehenden Wesens zusammen. Auch weil er den auf ihn gerichteten Speer schwerlich ignorieren konnte. »Hallo«, grüßte Harry eingeschüchtert und rang sich derweil ein Lächeln ab. Als der Wassermensch seine Zähne fletschte, da fiel ihm wieder ein, dass viele Lebewesen das Zeichen von Zähnen als Drohgebärde verstanden. So vielleicht auch die Wassermenschen. Ohne freundlich zu lächeln, kam er einen Schritt näher, sodass er nun dem Speer sehr nahe war, um zu zeigen, dass seine Absichten friedlicher Natur waren. Sich niederkniend, sagte Harry, »Verstehst du mich?« Ein Schnalzen mit der Zunge war die Antwort, gefolgt von einem gurgelnden Geräusch, was Harry als Nein deutete. Er war ganz froh, dass der Wassermensch nicht versuchte, in dessen Sprache mit ihm zu reden, denn die Laute dieser Wesen waren an Land unerträglich anzuhören. »Knucker«, sagte Harry ganz knapp, und der Wassermensch legte den Kopf leicht schräg. Er verstand nicht. »Wie sage ich es am besten?«, fragte sich Harry selbst, während er mit einer Hand durch sein wirres Haar fuhr. »Schuppen!« Doch auch mit diesem Wort erreichte er nichts. Leise fluchend setzte er sich auf einen Stein in der Nähe, um nachzudenken, doch da spürte er etwas in seiner Gesäßtasche. »Ja, natürlich!« Die Zeichnung von dem Knucker, die er gestern Abend aus einem Buch kopiert hatte, trug er noch bei sich. Das Pergament entfaltend, näherte sich erneut dem Wassermenschen, dessen Speer nicht mehr bedrohlich auf ihn gerichtet war. »Hier«, sagte Harry nur deswegen, weil er die akustische Untermalung für sich benötigte. Er zeigte dem Wassermenschen die Zeichnung und deutete auf den Körper des Drachen, besonders auf eine Stelle, an der man mit Halbbögen einige Schuppen angedeutet hatte. Der Wassermensch betrachtete die Zeichnung sehr genau, blickte danach Harry an und nickte einmal, bevor er wieder verschwand. »Er hat es verstanden!« Das Gefühl, das sich in Harry ausbreitete, war unbeschreiblich. Er hätte nicht geglaubt, dass ihm das gelingen würde, und doch hatte er es geschafft. Hermine würde stolz auf ihn sein. Zwar hatte er keinen Drachen getötet, aber immerhin die Schuppen eines ausgestorbenen Tieres besorgen können. Der Wassermensch kam einige Minuten später in Begleitung zurück. In seiner Hand befanden sich drei weiß glitzernde Gegenstände von der Größe einer halbierten Schokofroschkarte, die zwischen dessen Fingern fast unmerklich hindurchblitzten. Den Speer hielt nun der andere Wassermensch. Sich vor das grüne Wesen kniend, welches halb aus dem Wasser ragte, sah er dabei zu, wie die Hand mit Schwimmhäuten zwischen den Fingern sich öffnete und die ersehnten Schuppen des Knuckers präsentierte. Bis über beide Ohren grinsend wollte Harry gerade zugreifen, da schloss sich die Hand blitzschnell und die andere wurde gehoben, die mit der Handfläche nach oben zeigte und eine fordernde Geste machte. »Natürlich, du willst was im Tausch haben!« Harry nickte und überlegte bereits, was er anbieten könnte. Er tastete seine Jackentasche ab, aber er hatte nichts bei sich, was den Wassermenschen interessieren könnte. Es sei denn, er mochte Gummischlangen. Eine davon hatte er aus dem Laden der Zwillinge bei sich, als Wegzehrung, wie er es Hermine vorhin erklärt hatte. Harry hielt in einer wartenden Geste einen Zeigefinger nach oben, nickte noch einmal und rannte dann zum Schloss. In seinem Kopf malte er sich bereits passende Tauschgegenstände aus, doch ihm wollte nichts einfallen, was für so einen seltenen Knuckerschuppe wirklich angemessen wäre, denn er hatte keinesfalls vor, die Wassermenschen übers Ohr zu hauen. Sie waren nicht dumm und würden sich ihm nie wieder zeigen, sollte er mit wertlosen Glasperlen zurückkommen. Es musste etwas Seltenes sein, etwas, das sie bestimmt nicht hatten. Seine Gedanken führten ihn weg von Drachen und hin zu Schlangen, genau genommen zu einer Riesenschlange. »Basiliskenschuppen«, rief Harry triumphierend. Das Gemälde neben ihm an der Wand fragte verdattert, »Wie bitte?« Der Weg in die Kammer des Schreckens wäre viel zu mühselig und zeitaufwendig, weswegen er mit dem Hauch eines schlechten Gewissens die Kerker ansteuerte, um sich in Severus' privaten Vorräten zu bedienen. Denn was Hermine konnte, konnte er schon lange.
Er würde als Wiedergutmachung noch einmal in die Kammer gehen und so viele Schuppen von den Basilisken holen, wie Severus es wollte. Doch jetzt musste er erst einmal die ausleihen, die sein Kollege mitgenommen hatte. Sicherlich könnte er auch Severus fragen, ob er die Schuppen haben könnte, doch der würde Erklärungen fordern, die Harry geben musste, und wenn Severus erfahren sollte, dass alles nur darauf hinauslief, eine Zutat für der ewige See zu erlangen, würde Harry nichts bekommen. Die Tür zur Vorratskammer war nicht einmal abgeschlossen. Wahrscheinlich, weil Ferien waren und Severus mit keinen Dieben rechnete. Mit dreien der sechs Schuppen, die so groß wie eine Hand waren, rannte er zurück zum See. Die Wassermenschen konnte er nicht sehen und er hoffte innig, dass er sie nicht zu lange hatte warten lassen, sie vielleicht sogar verärgert hatte, weil sie nicht verstanden hatten, dass er etwas für sie holte. Kaum hatte er das Loch im Eis erreicht, da tauchten die beiden bereits auf. Der eine, mit dem Harry schon ganz zu Anfang kommuniziert hatte, öffnete erneut seine Handfläche und hielt die drei weißen Schuppen entgegen, während Harry ihm drei große Basiliskenschuppen im Austausch anbot. Der Wassermensch hielt inne und blickte mit erkennbarem Erstaunen auf die riesigen Schuppen in Harrys Händen. Als er die Hand mit der Knuckerschuppe wieder zurückzog, da ahnte Harry Böses. Er hoffte nicht, dass sein Tauschangebot eine Beleidigung wäre und beobachtete argwöhnig, wie der Wassermensch dem anderen etwas ins Ohr flüsterte, der daraufhin im Wasser verschwand. »Nicht zufrieden, was?« fragte Harry enttäuscht, doch er wusste, dass sein feuchtes Gegenüber seine Worte nur als eine Folge komischer Geräusche wahrnehmen musste, so wie Harry auch deren Sprache wahrnahm. Der Wassermensch kam zurück und überreichte dem anderen einen prallen Sack, den er wiederum Harry übergab. Nachdem er den Sack entgegengenommen hatte, gab er, wie in einem Ritual, die drei Basiliskenschuppen an den Wassermenschen, der sich nach besiegeltem Tauschhandel einmal verbeugte, bevor beide untertauchten. Der prall gefüllte Sack unterhielt zu Harrys Überraschung ausschließlich Knuckerschuppen. Sehr viele Knuckerschuppen. Genügend, um Charlie ein dickes Dankeschön nach Rumänien zu schicken. Die Zutat von dem Basilisken schien von so hohem Wert zu sein, dass der Wassermensch einen entsprechenden Gegenwert hatte anbieten wollen. Wassermenschen waren fair, das hatte er damals schon gehört, doch jetzt hatte er es selbst erfahren dürfen. Freudestrahlend und wegen der Kälte ein wenig bibbernd, ging er mit dem Sack in der Hand zurück ins Schloss. Doch im vierten Stock traf er weder auf Hermine noch auf Remus. Beide befanden sich in den Kerkern, denn Hermine braute den dritten Wolfsbandtrank und Remus sah dabei zu, sehr zum Leidwesen des Zaubertränkemeisters, der in dessen Anwesenheit äußerst befangen schien. »Ich bin wirklich mal gespannt, ob Harry es alleine schafft«, sagte Hermine zu Remus, während sie die letzte Zutat in den Kessel warf und in einer bestimmten Reihenfolge umrührte. Ihr war bewusst, dass Severus, der sich einen Tisch weiter mit seiner eigenen Forschung befasste, jedes Wort ihrer Unterhaltung mit Remus aufmerksam verfolgte, auch wenn er auffallend beschäftigt wirkte. »Warum sollte er es nicht schaffen? Ich träume das zu.« Remus beobachtete mit Genugtuung, wie Hermine das Vanillearoma in den Kessel tropfen ließ. »Ich weiß nicht, ob wir uns morgen und übermorgen treffen können, Hermine. Ich werde nach dem heutigen Abend sehr...« Er suchte nach einem passenden Wort, doch das war gar nicht notwendig. Hermine wusste, denn er hatte es ihr einmal, als sie am Grimmelplatz in der Küche beieinander gesessen hatten, in einer ruhigen Minute geschildert, wie schmerzhaft die durch den Wolfsbandtrank bewusst wahrgenommene Verwandlung in einen Werwolf war, von der Rückverwandlung gar nicht zu reden. »Das ist in Ordnung. Morgen werde ich weniger machen und übermorgen...« Sie blickte zu einem in seinen Unterlagen wild blätternden Severus hinüber. »Hat jemand Geburtstag?« Mit seinen Bewegungen hielt Severus inne und es schien, als würde er mit sich kämpfen, nicht noch einmal kurz zu ihr hinüberzusehen. Sie grinste, denn das war der Beweis, dass er jedes Wort mit wachen Ohren verfolgt hatte. Den Trank in einen Kelch füllend reichte sie ihm Remus, der ihn in einem Zuge leerte. »Ah,
machte Remus am Ende, während er das Gesicht verzog. Jetzt habe ich mir doch die Zunge verbrannt. Hier, trink etwas Wasser hinterher, riet sie ihm, doch Severus hielt dagegen. Das empfehle ich nicht. Lupin sollte in den nächsten Viertelstunde nichts zu sich nehmen, aber das weiß er sicherlich. Ja, das hast du mir damals erklärt, stimmte Remus zu. Was denn, nicht einmal einen Schluck Wasser? Fragte Hermine ungläubig. Nicht einmal Wasser. Der Trank mag sich zwar bereits in seinem Magen befinden, aber alles, was er nun zu sich nehmen würde, könnte den Trank noch nachträglich verwässern, die Wirkung leicht abschwächen. Severus blickte auf und fügte hinzu. Eine verbrannte Zunge wird heute Abend im Vergleich zu anderen Empfindungen wohl nicht sehr ins Gewicht fallen. Wo Severus recht hatte, hatte er recht. Hermine nickte und notierte sich diese Information im Hinterkopf. Sich gerade an Remus wendend, kam sie nicht dazu, mit ihm zu sprechen, denn es klopfte. Ob das Harry sein wird? Wunderte sich Remus. Warum sollte er klopfen? Hermine blickte zu Severus hinüber, denn es war sein Labor und er müsste den Gast empfangen. Der blickte jedoch nur auf und plaffte. Nun öffnen Sie schon! Sirius? Über das unerwartete Auftauchen seines Freundes freute sich Remus sehr, doch bei Severus sah das natürlich anders aus. Black, was tun Sie hier? Fuhr er seinen unerwünschten Gast an. Ich bin gleich wieder weg, ich wollte nur Remus begleiten. Sirius lächelte breit. Mich begleiten? Wiederholte der Werwolf verdutzt. Ja, heute ist noch Vollmond. Er schlug Remus auf die Schulter. Ich dachte, wir könnten mal wieder zusammen, du weißt schon, durch den Wald streifen. Und ihr Territorium markieren? Kam es nüchtern aus der hinteren Ecke des Labors von Severus. Zum Tränkemeister hinüberblickend sagte Sirius. Ja, vielleicht. Ich könnte natürlich nur, wenn ich nett wäre, dir auch ein paar von den unzähligen Einhornhaaren mitbringen, die tief im verbotenen Wald überall an den Sträuchern hängen und nur darauf warten, gepflückt zu werden. Stichelte Sirius. Wenn Sie die in Ihrer Schnauze tragen sollten, dann verzichte ich gerne auf die durch Hundespeichel verunreinigten Haare. Schnaufend widmete sich Severus wieder seinen Unterlagen. Es klopfte erneut und diesmal war es tatsächlich Harry, der wegen seiner feuchten Kleidung, dem zerzausten Haar, wirrer als sonst, dem Schmutz auf dem Umhang und der gesunden Farbe auf den Wangen einen abgekämpften Eindruck machte, doch er lächelte zufrieden. Was hast du denn da an der Wange? Fragte Sirius mit zusammengezogenen Augenbrauen. Harry tastete sein Gesicht ab, fühlte jedoch nichts. Nachdem Sirius sich genähert hatte, stellte er kichernd fest. Das ist ein Knutschfleck. Was? Das kann nicht sein. Von wem denn? Das wirst du uns sagen müssen, erwiderte Sirius frech. Plötzlich fiel es Harry wieder ein. Ach so, nein, das war nur der Krake. Der Saugnapf musste ihm einen kleinen Bluterguss ähnlich eines Knutschflecks beschert haben. Amüsiert bemerkte Severus. Verehrer von ihnen finden sich wohl in jeder Spezies wieder. Wegen dieser Bemerkung kurz die Nase rümpfend, hob Harry den Sack in seiner Hand und strahlte Hermine an. Nein, du hast es wirklich geschafft. Oh Harry, ich bin so stolz auf dich. Sprudelte es fröhlich aus Hermine heraus, als sie den Sack entgegennahm und seine eiskalten Hände spürte, da sagte sie mit mütterlich fürsorglichem Ton. Himmel, du solltest jetzt wirklich ein heißes Bad nehmen. Wäre es unangemessen, darum zu bitten, sich wieder aus dem Labor zu entfernen? Brummte Severus. In erster Linie meinte er damit Remus und Sirius, aber auch Harry, weil der feuchte Spuren auf dem Boden hinterließ. Remus und sein bester Freund mussten dazu kein zweites Mal aufgefordert werden. In der heulenden Hütte, die Remus und Sirius über den Geheimgang unter der peitschenden Weide erreicht hatten, kamen Erinnerungen auf. Sirius war, nachdem er Ron damals die Ratte abgenommen hatte, nicht mehr hier gewesen, im Gegensatz zu Remus. Wir hätten ihn töten sollen, murmelte Sirius. Remus äußerte sich nicht dazu, denn innerlich stimmte er zu. Sie hätten Peters Leben ein Ende setzen sollen, bevor der entkommen konnte. Wir hätten einiges damit aufgehalten,
Vergiss es, Sirius. Du kannst nichts an dem ändern, was geschehen ist. Aber er läuft noch frei herum, zeterte Sirius. Er hat es nicht verdient, am Leben zu sein. Ein wenig irritiert, fragte Remus. Ich dachte, er wäre tot. Da gehen die Meinungen wohl auseinander. Ich bin sicher, dass er es wieder irgendwie geschafft hat, diese verdammte Ratte. Lass es gut sein, beschwichtigte Remus seinen Freund. Denn wenn er leben sollte, dann ist das ein Leben in Angst. Jeder kennt sein Gesicht und seine Untaten. Er müsste sich Tag und Nacht verstecken oder nur noch in seiner Animagus-Form umherirren. Sich an ein Gespräch erinnernd, sagte Sirius. Tonks hatte gesagt, er wäre tot. Remus nickte. Man hat seinen Stab gefunden, schon vor Jahren. Wenn ich ihn eines Tages in die Finger... Freundlich, aber dennoch bestimmend, unterbrach Remus. Bitte lass uns nicht mehr von ihm reden. Er ist es nicht wert. Sich wie üblich seiner Kleidung entledigend, weil er sie nicht im Prozess der Verwandlung zerreißen wollte, murmelte Remus bibbernd. Ich hasse den Winter. Hier. Sirius reinigte per Zauberspruch eine Decke, die er von dem zusammengebrochenen Bett gezogen hatte. Werf dir die so lange über. Während sie auf Remus' Verwandlung warteten, unterhielten sich die beiden Männer ein wenig über alte Zeiten, aber auch über jetzt und heute. Wie geht's, Anne? Gut, entgegnete Sirius knapp. Du bist doch nicht immer noch sauer, weil sie bei Stock und Hut angefangen hat. Verzweifelt klingend erwiderte Sirius. Ich weiß nicht, warum sie das getan hat. Hat sie Angst, ich könnte nicht für sie sorgen? Remus lachte auf, was Sirius mit einem bösen Blick zur Kenntnis nahm. Vielleicht, dachte Remus, hatte Annes Arbeitsaufnahme bei Sirius Komplexe und Unsicherheiten ausgelöst. Sie hat mir erzählt, dass endlich ihr Wunsch in Erfüllung gegangen ist und das gönnst du ihr nicht? Fragte Remus lächelnd. Gerade wollte Sirius etwas erwidern, da fuhr Remus stöhnend unter der Decke zusammen. Geht's los? Fragte Sirius leise, obwohl er die Anzeichen zu deuten wusste. Die Augen fest zusammengekniffen, nickte Remus. Man konnte seine Zähne knirschen hören, was Remus immer in den Ohren schmerzte. Es wurde durch die Krämpfe verursacht, die die Verwandlung begleiteten. Seine Atmung beschleunigte sich und Remus brach in Schweiß aus, was Sirius äußerlich so gelassen wie nur möglich beobachtete, denn kalt ließ ihn die Veränderung seines Freundes nie, schon damals nicht. Bemitleiden wollte er ihn nicht, doch es tat ihm in der Seele weh. Mittlerweile atmete Remus schnaufend, sein ganzer Leib zitterte, Haare begannen aus jedem Teil der Haut zu sprießen und dann ertönte das fürchterlich laute Geräusch von krachenden Knochen, die in ungeheuerlicher Geschwindigkeit wuchsen und sich krümmten, den menschlichen Körper in tierische Form zwangen. Remus hechelte bereits. Schrei ruhig, du weißt, dass mir das nichts ausmacht, log Sirius ermutigend, und Remus hielt nichts mehr zurück und schrie wie am Spieß. Ganz in der Nähe der heulenden Hütte kam ein Mann in die drei Besen gerannt. Als Rosmerta und all die anderen Gäste aufblickten, sahen sie den Bürgermeister höchstpersönlich, der kreidebleich im Gesicht war. In der heulenden Hütte spukt es wieder, sagte er ganz außer Atem. Viele der Gäste, auch Rosmerta selbst, gingen vor die Tür und lauschten. Unmenschliche Laute wurden durch den beißenden, kalten Wind an die Ohr getragen. Das hatten wir schon lange nicht mehr, sagte einer der Gäste. Ein anderer stimmte zu und vermutete laut, das sind bestimmt keine Geister, das weiß ich. Ich habe immerhin selbst ein Zuhause. Die Besitzerin von Besenknecht Sonntagsstaat hielt sich eine Hand ans Herz und sagte mit zittriger Stimme, Das sind Dämonen. Alle atmeten erschrocken ein, denn von solchen Wesen, das hatte man ihnen schon in der Kindheit eingetrichtert, musste man sich in Acht nehmen. Die heulende Hütte war den hartgesottenen Bürgern unheimlich. Das hört sich scheußlich an, sagte jemand anderes mit Furcht in der Stimme. Rosmerta verschränkte gelassen die Arme vor der Brust, um sich vor der Kälte zu schützen, bevor sie beiläufig klingend zu ihren Gästen sagte, derweil an den armen Remus denken musste, den sie sehr lieb gewonnen hatte. Ja, Dämonen, gehen wir besser wieder rein.
Ihre Gäste kamen der Aufforderung nach, während Rosmerta noch einen letzten Blick auf das alte Haus warf, aus dem die schmerzvollen Schreie drangen, und sie wünschte sich, dass sie irgendwie helfen könnte, bevor sie sich ihrer Machtlosigkeit bewusst wurde und sich wieder zu ihrem Pub begab. Es gab keine Hilfe. »Es ist gleich vorbei, Remus«, sagte Sirius mit ruhiger Stimme. Doch Remus konnte es gar nicht hören, so laut wie er winselte und schrie, manchmal auch schon jaulte, weil die Schnauze länger wurde und die langen Zähne durchs Zahnfleisch brachen. Tränen rannen über die bereits stark behaarten Wangen und Sirius musste sich sehr zusammennehmen. Er würde es ertragen, den Anblick und die grauenvollen Geräusche, die sich immer mehr wie die eines Tieres anhörten. An seinen Freund herantreten durfte er nicht, denn im Augenblick der Metamorphose war Remus nicht ganz Herr über seine Motorik und Sirius wollte es nicht riskieren, sich einen Prankenhieb einzufangen. Sich einige Minuten später vor Remus niederkniend, der nur noch am Boden kauerte und dabei wimmernd Laute von sich gab, sagt Sirius: »Jetzt ist's vorbei, Mooney.« Der Werwolf würde noch einen Moment benötigen, um sich von den Strapazen zu erholen. Sirius verwandelte sich noch nicht in Tatze, denn er müsste nachher erst die Tür öffnen, damit die beiden in den Wald stürmen könnten. Etwas später blickte Mooney auf, seine Atmung war schon wieder ruhiger geworden. »Besser?« fragte Sirius mit einem freundlichen Lächeln auf den Lippen. Mooney erhob sich. Ein bejahendes Schnaufen war Antwort genug, sodass Sirius seinen Freund dazu aufforderte, ihm zu folgen. Draußen angelangt, sagte Sirius mit im Gesicht abgezeichneter Vorfreude: »Jetzt geht der Spaß los.« Kaum hatten diese Worte seinen Mund verlassen, da war er auch schon Tatze, der sich nun an der Seite von Mooney befand und einmal auffordernd kläffte, bevor er den Weg einschlug und in Richtung Wald davonlief. Durch den Schnee konnte Tatze nicht ganz so schnell rennen, aber im Wald selbst lag er kaum noch, sodass sie, wie in alten Zeiten, ungebremst hetzen konnten und nebenbei ein paar Kiefernmarder aufschreckten. Beinahe hatte Sirius vergessen, wie es war, den weichen Waldboden an seinen Pfoten zu spüren und die vielen wilden Tiere wittern zu können. Er hielt inne und schnupperte. Eine Zwergspitzmaus musste hier irgendwo in der Nähe sein. Neugierig hielt er seine Schnauze auf den Boden und trottete schnüffelnd hin, bis zu einem Baum, aus dessen Wurzelwerk der aufgescheuchte Nager zu fliehen versuchte. Mooney war von einer kleinen Fledermaus abgelenkt, die sich mit zittrigen Bewegungen an der Rinde eines riesigen Baumes hochzog. Während er nach oben blickte, sah er den Vollmond durch die Wipfel blitzen. Doch Wehmut konnte nicht in ihm aufkommen, denn Tatze zwickte ihn spielerisch in die Hinterläufe und forderte zum Wettrennen auf. Dem schwarzen Hund nachjagend, rannten sie tiefer in den Wald, witterten immer mehr Tiere und auch Zentauren, vor denen sie keine Furcht zu haben brauchten. Mit heraushängender Zunge machten sie nach einiger Zeit an einem kleinen Teich Halt, um sich zu erfrischen, bevor es diesmal Mooney war, der Tatze schelmisch umstieß, davonrannte und der große Hund hinterherlief. In dieser Nacht wurden ein paar schöne Erinnerungen aus der Vergangenheit aufgefrischt. Es war wie früher, genauso spannend, genauso vergnüglich. Nur der Hirsch fehlte ihnen sehr. Soweit zu unserer heutigen Episode von Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da und natürlich auch ein Abo, damit du keine Folge mehr verpasst.